Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen zeige ich euch auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop. Und zwar klicken wir direkt mal drauf, Item-Shop. Und wir haben einen ziemlich vollen Item-Shop. Und zwar haben wir gleich drei Sets hier auf der linken Seite mit jeweils drei oder vier Items. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal hier mit einem der schlechtesten Gleiter an. Ich finde ihn mega hässlich. Ich meine, das ist einfach nur ein Dachbogen. Was zur Hölle? Warum macht man sowas als Gleiter? Keine Ahnung. Habe ich mir auch nicht geholt. Die Skins sind ganz cool, sie waren sogar mal relativ selten. Ich finde auch diese Puppe hier hinten drauf ziemlich cool. Den männlichen Skin fand ich persönlich jetzt nicht so krass, auch wenn der Kopf natürlich ziemlich crazy aussieht. Den Backpack finde ich jetzt auch nicht so geil. Und als letztes haben wir noch die ziemlich geile Allsichthacke. Die feiere ich sehr, auch wegen diesem Auge drin. Gestern hatten wir auch diese andere Hacke drin, die auch so ein Auge hat. Auch wenn es nicht das gleiche Set ist, passt irgendwie ziemlich gut zusammen. Ich fühle mir den Sound ab. Nicht so krass, aber trotzdem eine ziemlich coole Hacke für 800 geht die auf jeden Fall klar. Dann haben wir noch Rennfieber, auch mit diesem alternativen Style. Hier seht ihr ihn. Backpack ist auch ganz cool. Den finde ich sogar ein bisschen besser als den vom männlichen. Besonders, weil die halt relativ ähnlich ausschauen. Und dann haben wir noch die weiße Bö für 1200 V-Bucks. Und dann noch dieses Mal wieder den Wirbelwind drin. Jedes Mal anders. Mal ist der mit im Set drin, mal nicht. Es ist zwar nicht das gleiche Set. Ihr seht schon hier Fluchtpunkt und Drehzahl ist das andere Set. Aber irgendwie ist der Gleiter halt, weil er ähnlich ausschaut, manchmal dabei, manchmal auch nicht. Dann haben wir noch die dunkle Vorhut. Ziemlich cooler Skin. Ich muss sagen, ich finde den männlichen Skin in dem Fall sogar noch besser. Aber der war damals nur im Battle Pass drin. Dadurch kann man den leider heute nicht mehr bekommen. Dazu gibt es noch wie immer die beiden Space Shuttles. Richtig geile Gleiter, auch wenn sie relativ teuer sind. Aber sie haben hier hinten so einen Feuereffekt, der ist auch in-game quasi mehr, wenn ihr damit fliegt. Schaut ziemlich cool aus, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, hier eins der beiden Space Shuttles zu holen. Kommen wir dann schon zur rechten Seite, wie immer lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Mal schauen, ob ihr heute das von gestern überbietet. Gestern habt ihr 5500 Likes, glaube ich, war der aktuelle Stand. Also ja, falls ihr das toppen wollt, 5500 Daumen nach oben. Dann haben wir erstmal die Feldsanitäterin. Ich habe ihn mir nicht geholt, vor allen Dingen, weil mir der Backpack nicht so gut gefällt. Den Skin würde ich wahrscheinlich noch ab und zu mal spielen, aber der Backpack ist mir viel zu riesig. Ich mag eher, wenn die Backpacks ein bisschen kleiner sind und nicht so das halbe Sichtfeld verdecken. Dann haben wir noch die Glücksjägerin, eigentlich ein ganz chilliger Skin. Wieder so ein eher Casual-Look, also so Straßenklamotten. Aber hat für mich jetzt nicht diese Besonderheit gehabt, warum ich sie mir gekauft hätte. Dann die Brachialgewalt, eine recht böse aussehende Hacke mit dieser krassen Klinge hier dran. Ja, auch mit einem ordentlichen Sound. Dann haben wir noch die Tanztherapie. Ziemlich coole Musik, ich mag auch diesen Tanz, kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch die Wackelaugen, recht süßer Gleiter mit so hier diesen Wackelaugen drauf und so zwei Schals. Finde ich ganz cool. Und im letzten Slot des heutigen Tages einer der besten Emotes sogar für 200 V-Bucks am Wasser gebaut. Und ich kann es wirklich empfehlen, holt euch diesen Emote, falls ihr ihn nicht habt. Man kann ihn wirklich unglaublich oft verwenden. Also das ist einer der meistbenutzten Emotes. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Tryharder killt und dann so ein bisschen oh, heul doch nicht machen wollt. Oder wenn jemand gemeint zu euch ist, wirklich diesen Emote kann man sehr, sehr häufig verwenden. Und für den Preis von 200 V-Bucks geht das absolut in Ordnung. Also holt euch diesen Emote. Falls ihr nicht habt, gerne natürlich auch mit dem Creator-Code Snoxy, falls ihr mich supporten wollt. Und ja, ansonsten war es das schon zum heutigen Fortnite-Shop. Jetzt leider nichts Neues, vielleicht ja morgen. Also, falls ihr das morgen nicht verpassen wollt, jeden Morgen gibt es hier das neue Video zum Fortnite-Shop. Lasst also gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Einfach mal kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Wir hören uns morgen wieder, spätestens zum nächsten Daily-Shop. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite, back again with another Item-Shop-Video. Today is June 3rd, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. I didn't upload anything today though. Also leave a like if you actually like, and if you want to support me in the item shop with anything that you like to buy today, make sure you use code ITALKFORTNITE if you want to support me. Okay. So Lace is back, comes with backlink stitches. I like this skin a lot. I like the set a lot, but man, all right. Paradox with the eternal backbling. Vision. I know a lot of people really want Vision. And the Equilibrium Glider. That actually might be the highlight. Might be. Whiteout is back. Two edit styles. Comes with backbling ignition. Overtaker, two edit styles. Comes with backbling lane splitter. White Squall. And the Cyclone Glider. Wow. They finally remembered to put the Cyclone Glider with these two, even though it's not a part of the same set. That glider has not been out in a long time. Dark Vanguard is back with the Dark Void back bling. Deep Space Lander and Orbital Shuttle. Weak.
Field Surgeon, two added styles, comes with the back bling gurney gear. Fortune is back. That's good. Brood Force Harvesting Tool. Not a fan. Dance Therapy mode is also back. I don't know, man. I don't like the shop. Googly Glider. And the Waterworks emote. That's how I feel about the shop. It's not very good. Oh, boy. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a good one now. See ya.